Moin, moin YouTube, hier ist euer Kampfschmuser mit der nächsten Folge. Wir spielen Pro Club. Wir spielen, ja, den Versuch, die Meisterschaft zu gewinnen in Liga Nummer 9. Ja, beim letzten Mal und der ersten Aufnahme, die wir gemacht haben, ja, die hat er leider gleich gefällt. Und ja, der nächste Versuch. Diesmal sind wir noch, wie viel Mann sind wir? 7 Mann? Ist das richtig? Ich glaube, wir sind zu 7. Ich gehe wieder auf meine linke Flügelposition und im Tor steht wieder Die Nougat-Schnitte. die Nummer, genau. Dann halt als Innenverteidiger Pascal. Hallo. Dann haben wir als rechten Verteidiger, nee, als linken Verteidiger Pille. Moin, moin. Irgendjemand heilt hier. Heilt ist nicht gut. Als zentralen Mittelfeldspieler Dark Dudes. Moin. Dann als linken zentralen Mittelfeldspieler den John von Devil. Servus. Und als rechten Flügelspieler Nübcap. Hi. Den Berliner als Stürmer. Moin. Ich als linke Flügelstürmer und ich würde sagen, ach, ich bin der Kapitän, also fange ich die Suche an. Ja, alle Positionen eingenommen. Okay. Dann starten wir die Suche. Schmuser, Gladbach für 2-0. Das ist nice, danke. Ui. Aber Stuttgart steht auch jetzt 1-1. Das ist scheiße. Auf steht 1-1? Stuttgart Augsburg. Ah, scheiße, warum nicht Bayern 1-1? Mann. Na gut, damit können die Leute auf YouTube aber nicht viel anfangen. Deswegen kümmern wir uns mal um den Pro-Club. Hat denn jemand für Leute, die vielleicht jetzt gerade mit dem Pro-Club anfangen, jemand Tipps, wie man seinen Spieler hochleveln kann, ohne dass man ein ganzes Team zusammen haben kann oder muss? Spontanspiele. Spontanspiele, ja. Bringt aber nicht viel als Stürmer. Nee, das stimmt. Außer ihr spielt 1 gegen 1 und schießt euch gegenseitig die Dinger rein, dass ihr das vorher mit dem Gegner absprecht. Das könnte man auch machen. Ist aber schwierig, Albert, zu organisieren. Es konnten leider keine Spieler gefunden werden. Wir machen noch einen Versuch. Wir haben Zeit. Naja, so halb, ne? Wir wollen ja endlich die scheiß Meisterschale in der Hand halten. Wir wollen ja nicht wie Schalke 04 enden. Oh. Der war bitter. Oh, bitter, der war hart. Das gibt wieder ein Dislike. Die wurden 4 Minuten Meister, ja, also. Ja, das bringt nichts. Die Schale haben sie trotzdem nicht bekommen. Oh, da haben wir wohl einen Gegner gefunden. Ein Opfer. Galactics Foot. Sollen wir mal diesmal in Blau spielen? Nee, guck dir mal den Kontrast an. Ja, hast recht. Ich glaube nicht, dass sie spielen werden. Wir sind auch nur jetzt zu zweit. Einer. Ah, jetzt sind sie rausgegangen. Aber da war halt Suche an, eigentlich. John? Was ist das denn jetzt hier? Achso, okay. Müssen wir die Position wieder neu besetzen. Ganz schnell drauf. Noob Clap sicherten sich erstmal C. So, alle wieder da. So, ich gucke mal, 3x, 4 oder mehr ist noch drin. Immer diese Rage-Götter hier, ey. Das geht doch nicht. Ach ja, alle Schiss vor uns. Berechtigterweise, wohlgemerkt. Nürnberg fährt 1-0 gegen Hoffenheim. Also, ja! Lass mal die Fußballergebnisse mal außen vor, weil damit können Leute nächste Woche auf YouTube nichts anfangen. Ja, okay. Ja, also aufleveln, wie gesagt, eigentlich hilft nur spielen, spielen, spielen und das am besten so gut wie möglich. Und jo. Hilft es auch nicht, eigennützig zu sein, da levelt man nämlich nicht mit auf. Nur mal so als kleinen Tipp. Und dann habe ich meine eigene Sache, und zwar, ja, ich habe jetzt alle quasi aufgenommen, die im Club drin sein wollten, die mir das Formular ausgefüllt haben. Falls noch irgendjemand nicht drin sein sollte und ich noch nicht per Skype angeschrieben habe, dann soll er mich einfach nochmal anschreiben. Denn ich meine, ich habe da quasi alle befriedigt und wir finden einfach keine Gegner, das ist natürlich übel. Allerdings habe ich schon mehrere Anfragen per PSN bekommen. Und ich werde die weder beantworten, noch habe ich die meisten noch gar nicht gelesen. Weil ganz klar, einfach das Formular ausfüllen. Ich habe da keinen Bock über PSN und so, das ist mir alles zu kompliziert. Füllt das Formular aus, ich melde mich bei euch und dann klappt das auch. Und wenn ihr dazu nicht in der Lage seid, dann, naja, habt ihr einfach Pech gehabt, ne? Ich meine, ihr habt es ja auch alle geschafft, oder? Ja. So schwer war es doch nicht, oder? So einfach. Ich hatte meine Probleme, aber. Ja, äußer, komm, du hast die Möglichkeit, äußer dich. Wo lagen sie? Ja. Lagen sie darin, dass ich das mag? Diese Rechtschreibschwäche. Ja. Nein, Spaß. Also ziemlich einfach. Ja, wir finden leider keine Gegner, das ist irgendwie doof, oder?
Ich wusste nicht, wie ich heiße. Ah, jetzt haben wir einen. Wie war denn nochmal mein Skype-Name? Oh, guck mal, die haben auch viele Leute. Ja, sind das nicht die von eben? Nee, das sind sie nicht. Nee, das sind nicht die von eben. Ich wollte jetzt nicht wieder verlieren. Ja, das war aber auch nur, weil du so scheiße gehalten hast. Tut mir leid. Ja, genau. Und wegen dir habe ich auch keine 5-Sterne-Skills mehr. Du Hayopa, ey. Ich wollte jetzt was Böses sagen, aber lieber nicht. Sind auf jeden Fall Deutsch, weil ich nicht mein Headset. So, das packen wir jetzt mal, Leute. Oh ja. Eichenfäller. Oh, die haben Cooper. Eichenfäller. So, auf geht's. So, komm, jetzt holen wir uns die Meisterschaft. Wenn sie dann auch mal anschaffen, den Anschluss zu hinzukriegen. Jo, haben sie geschafft. Man macht's ja, bestimmt gut. Von alleine. Ja. Komm, Dante hier, mach hin. Ja, sorry. Und auf den Linksverteidiger. Jackpot bitte, Jackpot. Schmuser defensiv einstellen. Jo. Hätte ich gehalten. Hier, ich glaube, du bist Noob Clap. Ach, hier, genau. Ein Gigantenpass. Eigenlob stinkt, Noob Clap. Gigantenpass wäre es gewesen, wenn mich keiner verfolgt hätte. Ich lenke aber nicht die Abwehr aus. Nee, was macht ein Innenverteidiger da? Haben wir geklappt. Arme. Ein Rom-Style. Ich kann das ja nicht beides sehen. Nichts gesehen, YouTube weiß wieder von nichts. Ach, geh da zum Ball hin, Mensch! Hast du auch meine Parade nicht gezeigt? Wie kannst du nur? Du kannst auch einfach Select drücken und wenn wir mal den Spieler Select drücken. Doch, steuern kannst du. Steuern. Da habe ich drauf, wie du fast den Ball ins eigene Tor gelegt hast. Ich wollte es nur spektakulär erklären. Ja, weil du den Ball kriegst auf der linken Seite des Lebens. Sag's nicht mir. Sag's ihr. Ich wieder schön gestört, dass er nicht zum Abschluss kommt, siehst du? Ja, hast du. Der Stürmer steht zwar in der Mitte frei und 5 Meter um ihn herum ist keiner, aber er steht auf dem Flügel. Ja, schlinks, sagst du ja immer. Ach, wo läuft denn hin, der grüne Mann? Ist der Berliner oder ist das? Nicht da, wo der Ball hingegangen ist, weil der Pass war scheiße. Ja, ja. Na, Schiri! Jetzt habe ich zwei Leute, drei. Schön. Abseits. Abseits. Alle funktioniert, mehr oder weniger freiwillig. So, ich schlag einfach vor, oder? Jo. Hier, in der Mitte steht einer. Alter. Junge. Schmuser, bei Sweaty Goals musst du mal ein Blackscreen einfügen. Ich brauch mal ein Goal machen. Ja. Was damit? Kommt noch. Oh Mann. Wessen Pro war das? Zu langsame Beine. Pro ist keine Pace-Hure. Ja, Pro-Club besteht aber meistens nur aus Pace-Huren. Tut mir leid. Besteht FIFA nicht aus Pace-Hure? FIFA ist einfach nur Pace. Ja, nicht alle Spieler, ne? Pace ist viel mehr als es nicht. Per Mertesacker.
Mit dazu, mit dazu. Oh, was ist das da? Genau deswegen die Mitte zu. Habe ich natürlich gehalten, ne? Ja, ist ja genau auf den Mann geschossen. Ja, trotzdem. Vielleicht hätte ich mich ja täuschen lassen oder so. Ich habe ein paar Spiele bekommen, in dem ich gespielt habe, den Ball zum Mitspieler. Beim Freistoß. Das ist meistens. Ist ja ein Pass. Oder wie willst du das dann denn zuspielen? Ja, ich drück ja da nichts. Es ist trotzdem ein Pass. Ach, spiel doch, Schmuser. Geh du drauf, ich bleib in der Mitte. Das ist ein CDU. Ja, sonst vielleicht hört er mich ja trotzdem. Das ist ja. So, Berliner, wo bist denn du? Die hast du. Gönn dir. Wenn du verlierst, bist du schlecht. Er gewinnt die Duelle, das gibt's nicht. Hier links bei mir ist alles frei. Da. Habt ihr gesehen, wie ich mich teleportiert habe? Ist gut, Son Goku, alles klar. Ach du Scheiße. Ah, jawoll. Schönes Black Screen. Ich wollte schon sagen, ey. Ich wollte direkt abschieben, angenommen noch. Tut mir leid. Schmuser wäre auch noch da gewesen. Schmuser wäre auch noch da gewesen. Ne? Also, ich habe eine Spiel erhalten. Da war er aber nicht. Noob Clap! Was mache ich für einen Scheißpass? Nee, war in Ordnung. Ich habe zu früh gefordert. Hab zu früh geschrien. Immer der Berliner, ey. Seitenwechsel. Oh, nicht ganz so lang. Kriegst du. Mess. Schmuser, du sollst ja nicht dein Pro Free Life Pace einstellen. Ich hab dir halt 110 Kilo gegeben und? War das falsch? Vielleicht. Hat natürlich ganz viel Stärke. Hast du ihm noch eine lange Nase gegeben? Jetzt reinflanken. Vielleicht drei Leute in der Mitte. Genau da. Ah, schade. Kopfball plus 1, geil, siehst du? Das hat's gebracht. Jetzt bist du schon fast so gut wie Messi. Ja. Im Kopfball. Im Kopfball. Mit zurückkommen. Hab hier drei Leute. Ja, ich bin ziemlich weit. Mitte. Oder auch nicht. Hast du nochmal Glück gehabt, ne? Es wäre der Ab. Die Schuld der Abwehr so. Die Schuld der Abwehr. Ja. Immer die Abwehr. Ja. Ihr müsst die mitdenken, ne? Keine Sweaty Matty Goals und so. So wie wir es gerade geschafft hier haben. Ja. Du kannst mir auch sagen, dass du mir abspielen willst, ey. Voll geistesabwesend, ich sehe nur den Ball zu mir kommen. Der war eigentlich geplant, dass er zu dem Innenverteidiger geht, aber der hat irgendwie keine Ahnung. Boah! Jetzt wollt ihr zu viel, Jungs. Das ist Direktspiel. Barcelona-Style. Ja, aber die Klasse der Spieler ist nicht so hoch wie Barcelona. Ja, noch nicht, das dauert noch 3 Wochen. Problem. Okay. Ich möchte Messi sein. Nee, du bist Victor Walders, der kein Ball hält. Nee, das will ich nicht sein. Uiuiui. Oh, 90 Stellungsspieler, aber kann ich. Nice. Erklär mir mal den Glitch, wie man da keinen Freistoß vom Gegner rausholt. Das kann nur, ja. Oh, boah! Ja. Oh, mein Gott. Ach, Jungs. Wir hatten da den Ball gefordert da hinten. Lass bitte Wiederholung laufen für YouTube, bitte. Okay. Die Gegner kannst du hören. Der CPU hat zum Gegenspieler geguckt. Ey, die Wiederholung ist ja mal richtig scheiße. Das sieht aus, als ob ich den Fehler gemacht habe. Ja, hast du. Hab ich gar nicht. Verteidiger.
Der Ball ist in die Mitte geflankt gekommen. Und der Verteidiger hat den nicht rausgeköpft, sondern eine Vorlage zum Gegner gemacht. Für alle, die ein Bild draus sehen können. Also auf, Jungs, jetzt Meisterschaft. Es muss ja aber irgendjemand den Pass gerade gefordert haben dahinter. Sonst hätte der Gegner gar nicht dahin gespielt. Ich war es nicht, kann ich mal sagen. Ja, egal. Komm, konzentriert weiter und dann machen wir sie platt hier. Ja, schaffen wir schon. Bob, der Baumeister schafft auch alles. Mach mal nochmal ein Setti-Goal, dann hat sich die Sache erledigt. Was winkt denn meiner? Ich drück gar nichts. Schön, sie kommt vom Usser. Und der macht ihn rein. Nein. Flug zu weit. Wieder zurückarbeiten. Vollsprint zurück. So sieht es aus. Fördert gleich die Ausdauer, ne? Im echten ja, aber nicht im FIFA. Ah, schade. Eigentlich unlogisch, aber naja. Schade. Ja, da steht im Abseits. Achtung, 1,54 pro. Komm! Ja, ich muss erst mal hin zum Ball. Alter! Hau einfach raus da hinten. Was war denn das jetzt? Ja, so dumm ist es ausgelaufen. Kann man so sehen, ja. Der Spieler kann den Ball nicht annehmen. Das würde ich auch sagen. Da musst du einfach mal die Sprinttaste loslassen, dann kann er den Ball schon annehmen. Wie wir alle winken hier vorne, die ganzen Stürmer. Sind gerade alle gleichzeitig gewunken. Das sah aber stimmt gut aus. Nu Hub, abgeben. In den Lauf. Nein. Ah. Fehlt ein Stück Kopfballstärke. Bleibt in der Mitte. Kommt. Ah, schade. Und wieder zu dir. Da war kein Druck dahinter. Ah, schade. Ja, ich bin auch nicht Klose, weißt du? Noch nicht. Willst du jetzt wie Messi oder Klose sein? Ja, Verkau. Wie Messi sein mit Kopfballwelten von Klose. Nicht von Verkau. Zwei gute Aktionen und gleich mal eine 9,5. Feuer! Oh, wie halten der den? Der ist schon in die Ecke gelaufen. Gemacht hab. Geh mal lang. Kann das nicht sehen, weil ich habe nur diese Einstellung auf meinem Pro. Da ist das Sichtfeld ziemlich klein. Ja, also erst oh, hier lecker. Oh. Schade. Ich kann immer sagen, wo der Ball hin soll, weil ich sehe, wie gesagt, keinen außer mich. Dann drück mal nochmal Select, dann solltest du mehr sehen. Da habe ich ja dann meinen Spieler nicht mehr im Griff, wenn der Ball plötzlich nach vorne geht. Da sehe ich dann immer die vorne der Hälfte, aber ich bin ja Verteidiger. Oh, schön. Sehr schön. Jetzt nenn mich Victor Valdez. Naja, wenn du es uns auch mal ein Korn. Auch so ein Torres, ey. Ein Tor im Jahr oder was? Wo wir nicht aufgenommen haben, habe ich gleich zwei gemacht. Ja, dann drei Tore. Wir brauchen noch ein Tor für die Meisterschaft. Mach's mal. Ich habe lange gespielt. Ich habe lange gespielt. So schnell bin ich denn nun auch noch nicht. Nicht? Nee, tut mir leid. Fing ich mal an. Jungs, Bescheid sagen. Erstens das und zweitens, Alter. Ich hoffe, ich hätte eins gedrückt gehalten.
komm ab, Jungs. Nicht grätschen. Warum schimmelt Noobclap andauernd im Abseits rum? Weil er nicht L1 gedrückt hält, um seine Position zu halten. Ich drücke auch nicht L1, aber ich gucke aufs Radar unten, wo mein Pro ist und wo ich gucken muss. Oder so. Der ist aus. Nee, den hat nicht. Anbieten. Mach keinen Fehler. Irgendjemand muss fordern. Ah, miese Pass. Haben wir wieder. Wander. Nee, ich muss ja auf den hier hinten aufpassen. Ich muss immer anders ran, genau deswegen. Gib ihm einen Kick ins Gesicht und fertig ist. So viel zu dem Boxhandschuh vorhin. Lacht rein. Ah, schade. Ja, und dann. So, auf dem Elfmeterpunkt, wie immer. Mhm. Das Ding ist, ich glaube, der Torwart kommt raus, ja. Ah. Was ein klasse Abwurf. Genial. Genitale. Oh, schade. Mal über hinten, ich bin ja. Fug. Ja, genau deswegen. Also in der Mitte, da wäre es jetzt nicht schlecht, wenn einer in der Mitte bleibt. Sauber. Ah. Das war jetzt nicht so gut. Nur zwei Leute, drei. Soll ich rauskommen, oder? Nee, also ich stehe auf der rechten Seite des Lebens. Deiner! Oh! Ja, genau. Fliegenfänger, Mann! Und das zum Thema Viktor Valdes, ne? Ja, ich hab eine hohe Stelle. Der kommt weit. Hallo? Ey, ihr seid doch so verplant. Aber guckt euch mal an, was die Zipu-Abwehr macht. Was machst du da? Warum bist du am gegnerischen Strafraum? Und der grätscht bitte in unserem Strafraum. Jetzt darauf kommt, Jungs. Einer. Ah, das war nicht zu viel? Nee, doch nicht. Doch. Faul! Rot! Ehrlich. Da musst du durchstecken, die haben einen Keeper, der hält den. Hätte ich auch solche Gegner, die einfach von Fern draufschießen. Schade. Ja, wir steigern uns ein 1:1. Letztes Mal 1:0 verloren, jetzt 1:1. Ich würde sagen, der dritte Spiel gewinnen wir 1:0. Oh ja. Stark, das Torwart mit Bestleistung. Ja, immer noch. Danach Linksverteidiger, wer sonst? Dann ein Gegner und dann der Starstürmer mal heute mit einer Vorlage. 4 Zweikämpfe, 3 davon gewonnen, ja, immerhin. Ja, jetzt fehlt uns noch ein Punkt zur Meisterschaft, wir haben noch 2 Spiele. Schaffen wir. Ist auf jeden Fall machbar, ja, würde ich auch sagen. Ich verabschiede mich, wie immer, die letzten Worte, meine Gäste, die haben 5 Sekunden Zeit. Viel Spaß, bis dann, euer Kampfschmuser. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.